Ja, ein kleines Zwischenfazit vielleicht an der Stelle. Wir haben es wirklich geschafft, Russland von einem kleinen, rückständigen, ja, veralteten Land zu einer Industrie- und Handelsgroßmacht zu führen. Dank der verbesserten Befestigung ist schon wieder alles vorbei hier. Mit der Repression. So. Dann Ukraine nochmal, Truppen und Moskau, wie gesagt, auch. Heilmittel für Skorbut, das ist ganz einfach, brauche ich gar nicht zu lesen, das ist Zitronen. Oder allgemein Vitamin C. Zitronen sind gut, Sauerkraut auch sehr gut. So, Kiew, Ukraine, Kavallerie steht soweit, Artillerie auch, dann fehlt noch jede Menge Infanterie, würde ich sagen. Und da würden wir sagen, brauche ich nochmal fünfmal normale Infanterie dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Grenadiere brauche ich nicht. Hatmörser sind jetzt auch nicht so im Wump. Die waren ganz lustig, also die sind nicht so mega. Sind ganz lustig. Das ist schön. Seminar ist auch schön. Ah, sogar 2 Punkte religiöse Zufriedenheit schon. Die Finnen auch sehr glücklich, 14 und 3. In Persien neue schöne Fabriken. Zwar sehr arm, aber Persien trotzdem fast auf Moskau oder Stockholmer Niveau. Wir können den Vergleich mal ganz kurz bemühen hier. Persien auf Platz 3 und zwar ganz klar, unangefochten. Ukraine, Aserbaidschan, Tatarien sind weit weg. Aber sieht auch, wie Tatarien sich hochgearbeitet hat, dank der ganzen Städte, die es hat. Schweden immer noch auf 1. Ich glaube, es wird, wenn eine der beiden Unis in Moskau weg ist, dann überholt werden von Moskau mit, also Schweden hat 15.200 Provinzbestand, Moskau 14.300, Persien 12.100 ungefähr, Ukraine knapp 10.000, Aserbaidschan auch knapp 10.000, Tatarien 8.800. Genau, Siedlungsbefestigung und noch irgendwas, nee, das war's. Von daher mache ich mir da gar keine Illusionen. Hier, Kavallerie steht praktisch, aber hier, wir haben auch keine Schützenkavallerie. Das will ich mal ändern. Ich will nochmal zweimal von den, nee, nicht kolonialen Dragoner, um Gottes Willen. Ich will, ich komme gar nicht hin in die Ecke, wo ich hin will. Dann muss ich das anders machen. Dann haben wir das hier, machen wir hier die leichten Dragoner. Zack, zack. Oh, die können wir auch in der Stadt gebrauchen. Natürlich können wir die gut gebrauchen. Also das für diese Eulen Strelitzki. Brauche ich mal 2 für die Armee. Und 3 für die Stadt. 3 für die Stadt ist gut. Und was wir noch brauchen, das bauen wir dann irgendwann nach. Ich glaube, am Infanterie bauen wir noch. Ne? Wo es schon eine sehr, sehr geile Armee ist. Das kann man nicht leugnen. Die ist schon ziemlich gut. Sotele. Alles sehr stark aufgerüstet worden von mir. Auch zu Recht. In Norwegen haben die Schweden immer noch keinen einzigen Trupp. Also wir könnten jetzt ganz leicht mit dem Krieg Norwegen so kampflos erobern. Und wir haben auch einen Bankrott. Das ist ja sehr vielversprechend. Da ist noch ein Edelmann. Und ich versuche nochmal den einen, den wir hier jetzt haben, von den Feinden. Passabler Schwertkampf und ruhige Hand. Das ist gut. Nikolai Machuga. 50%, dass sie nochmal abmurksen versuchen. Sven Adermann, den haben wir schon mal probiert. So, das sieht ganz gut aus. Zumindest was das, den Ausgang allgemein angeht. Ah, der wieder. Der Pistole. Peng. Tot. Und zwar der Feind. Jawohl, hat sich doch gelohnt. 4 schwedische Edelmänner umgebracht. Sehr, sehr gut. Unsere Duelle sind hervorragend. Und Perm kann dann mit der Bürgerschaft nächste Runde auch dann aufhören. Glaube ich. Ich gehe mal in die nächste Runde. Der Spion kommt auch an. Der Edelmann fast auch. Und der Priester auch. Von jedem der 3 Agententypen ein Männchen, was umherwandert im Dienste seines Herrn. Wunderbar. Ja, in Westeuropa passiert fast nichts. Also Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien. Da ist nichts passiert. Aber Frankreich hat jetzt Marokko von Großbritannien erobert. Also in dem Moment, wo man es sagt, ist alles wieder anders. Aber so im Kern, im kontinentalen Europa passiert nicht viel. In der westlichen Hälfte zumindest. Und die britischen Inseln sind auch hier eigentlich immer unangefochten. In Indien kann auch kaum noch was passieren. Da haben die Maratha einfach alles erobert. Außer Ceylon vielleicht. Und Amerika, da gibt es große Bewegungen halt. Und da, wo wir aktiv sind, im Osteuropa natürlich. Aber da sind auch die Polen, Preußen und Österreicher durchaus dabei. Die Osmanen haben gar nicht mal so viel gemacht. Schweden, ja komm, lass mich bitte in Ruhe. Wobei, jetzt könnten wir theoretisch Norwegen noch einnehmen, ne?
Die Chance könnten wir eben nutzen, Norwegen uns zu holen. Warum eigentlich nicht? Ist eine leicht eroberte Provinz und auch strategisch wertvoll. Die gesamte Westhälfte Skandinaviens wird dadurch fast abgedelft, oder das westliche Drittel, kann man sagen. Zugang zur Nordsee. Ja, das wäre ein strategisches Ziel und kampflos erobert. Die Bürgerschaft wurde in Perm erforscht und die Schweden haben natürlich dann auch ihr Handelsabkommen beendet. Ich ziehe also aus Schweden ein paar Truppen ab. Wir nehmen den General mit, die Handmörser, die Kürassiere vielleicht und ein bisschen Infanterie. So, auf nach Christiania. Zwei Runden sind die auch schon da, geht echt fix. Und wir bilden hier dann in Stockholm selbst natürlich neue Truppen aus. Ein General erstmal. Dann zweimal leichte Dragoner. Artillerie haben wir wohl noch. Und ein bisschen Infanterie kann auch nicht schaden. So. Schön, schön. 7 Einheiten immerhin. Zufriedenheit. Sommelier. Bei wem? Dimitri Raspushin. Ist das ein Kandidat? Ja, dann ist es ganz egal sein. So, jetzt können wir hier mit den Dragonern eben ganz kurz mal durchwechseln. Die Strelitzki, da kommen jetzt mal 2 weg. Oder 3, glaube ich, können wir sogar wegstreichen. So. Ihr geht in die Stadt. Zack. Und die anderen beiden gehen dahin. So. Brav. Und dann können wir hier noch 5-mal Infanterie. Oder mal gucken. So eine reine Garde-Infanterie-Armee hätte aber auch was, muss ich sagen. So, Moskau, gerade so. Moskau und Ukraine. Hier haben wir jetzt eine volle Armee. Genau. Die positioniere ich vielleicht schon mal im Süden. Oder soll ich die auch im Westen erstmal stehen lassen hier? Ja, das ist ja praktisch. Da können wir die auch hier in der Stadt lassen. Die Armee, die nach Weißrussland soll zumindest. Die Litauer, die kann man eigentlich auch besser hier oben stationieren. Dann ist das die vielleicht für Minsk. Pass mal auf, die ist für Minsk. Und die aus der Ukraine ziehe ich jetzt ab in den Süden dann. Schön auf die Straße hier. An die moldawisch-bulgarische Grenze. Und der Ukraine selbst rüstet sich dann sofort weitere neue Truppen auf. Immer 2-mal Kürassiere, 2-mal Dragoner und ein General. Schon mal die Kavallerie. Und, ja, Leichtinfanterie. Einmal Moskau. Ja. Gut. Ja, ich glaube, Perm hat jetzt seine Schuldigkeit getan auch. Oder sollen wir Moskau lieber abreißen? Also, Perm macht weniger Probleme, ne? Aber Moskau ist natürlich dann auch eine der guten Unis dann. Wie lange würde denn Perm dafür brauchen? Ihr für das, sag mal. 3. Komm, dann ist nicht Nischnjowgorod jetzt. Oder Jaroslawl. Mal gucken. Nehmen wir Jaroslawl. Oder doch nicht Nischnjowgorod, weil da kann ich jetzt eben die Agenten länger bewegen. Pass mal auf. Jaroslawl macht jetzt maschinengefährliche Züge. Nischnjowgorod, danke, liebe Uni. Das war hervorragend. Wir ziehen alle Jungs ab. Guck, da sind jetzt 2 und da kommt der dritte jetzt direkt noch rein. So, guck, es sind nur noch 7 Runden und du auch noch rein am besten. Kommt die nächste Runde auch an. Das dann weg und dann haben wir auch ein bisschen weniger Druck. Genau. 8 Punkte weniger müssen es sein durch die Uni, genau. 8 Punkte weniger. Dann haben wir auch keine Probleme mehr in Moskau, die Stimmung zu halten. Du kannst weg. Dafür kann ein General ausgebildet werden. Ja, komm. Mecker nicht rum. Ich wollte mal ganz kurz einmal Einnahmen cappen, canceln hier. Ich will eben den General da noch ausbilden. Und dann brauchen wir noch 2-mal Artillerie. Die fette am besten. So. Gut. Das sieht gut aus. Ja. Okay, weiter geht's. Priester kommt Moldawien an. Können auch gleich mal gucken, was in Istanbul so rumsteht an osmanischen Truppen. Und auch an der moldawisch-bulgarischen Grenze werde ich auch wieder ein Fort bauen. Wir haben 119.253 Goldstücke aktuell auf dem Konto, das ist recht geil.
Ach, schwedische Schiffe. Scheiße, ich habe vergessen, mit Schweden Frieden zu machen. Oh, nee. Jetzt will ich beide wetten. Ja. Das hatte ich weg. Pass mal auf. Ah, nee, will ich ja gar nicht. Alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Klar, das muss ich jetzt einfach akzeptieren. Ich hole mir eben Norwegen. Da habe ich jetzt einen Handelspunkt verloren. Den anderen kann ich ja noch wieder besetzen, oder was? So, Moskau Streik und ist vorbei. Ihr seht, 19 und 2 im Plus, weil jetzt nur noch Forderung nach Reform 21 Punkte ist. So, Jaroslawl hat jetzt noch 6 Punkte für das, 6 Runden für das Ding. Vielleicht schaffen wir das noch 5 zu reduzieren. Nee, okay. So, in Schweden jede Menge Leute ausgebildet und in Moskau und in der Ukraine. Die ist in die Armee für, keine Ahnung was, für Minsk oder so. Oder für Vilnius einmal rumschicken. Ja, kleinere Truppen sind hier, aber die interessieren uns nicht. Oh, das sind noch ein paar mehr. Okay, trotzdem eben gewonnen. So, und dann machen wir auch direkt einen Frieden mit Schweden. Ja, großzügig, geht mal direkt 10.000 hin. So, okay. Dann wird das hier repariert. Infrastruktur ist schon auf Maximum. Bauernhof auch. Theologisches Kolleg kommt weg. Werft ist hier durchaus keine schlechte Idee. Aber doch, rüsten noch auf zum Trockendock. Ist eine gute Idee tatsächlich. Eisenwerkstätten werden aufgerüstet. Dürftiger Ertrag für dem Sägewerk wird aufgerüstet. Normaler Ertrag Eisenmine mit Dampfpumpen bereits. Danke. Und hier oben ist nochmal, glaube ich, ein Sägewerk oder eine Eisenmine. Genau, auch mit geringem Ertrag nochmal mit Dampfpumpen, aber schon aufgerüstet. Hier ist noch ein Sägewerk, das weiß ich. Da ist noch eins. Geringer Ertrag. Wunderbar, her damit. Ganz genau. So, und dann eben kurz gucken. Haben wir hier jetzt noch eins frei? Nee. Jetzt waren die Dänen schneller. Guck, die haben sich da bestimmt abgesprochen. Die Menschen. So. Ladenbesitzer. Das ist alles interessant, aber wichtig ist der Ladenbesitzer. John Chuikov. War es sogar der Richtige? Es war der Richtige. Sehr gut. Plus 1 auf Verwaltung der Schatzkammer. Norwegen erobert. Ingermanland, da haben wir ein paar schöne Gebäude gebaut. Komm, dann machen wir hier auch weiter. Und 2 Flotten leider weg. Gut. So, dann kannst du jetzt an die Grenze. Und dort ein geiles Vorbauen. Und das wird auch aufgerüstet zur Batterie vor. Sehr schön. Ihr vereinigt euch. Das sieht schon mal ganz gut aus. Alles durcheinander hier. Also, wir haben Leichtinfanterie genug. Wir haben 1, 2, 3, 4. Zu viel Kavallerie. Ich ziehe mal die ab. Artillerie haben wir genug. Garde haben wir auch genug. Dann können wir hier noch normale Infanterie ein bisschen gebrauchen. Rekrutieren. 6-mal. Und haben wir doch Leichtinfanterie? Haben wir schon, ne? Ja. Dann nochmal normale Infanterie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und hier werden wir dann auch nochmal ganz kurz gucken, wie wir es dann anders verteilen nochmal. Aber das sehen wir dann, wenn das ansteht. Und hier wird jetzt in Nizhny Novgorod nochmal Werkstatt Weber gebaut. Bringt nochmal 800 Provinzwohlstand. Dann ist Moskau ganz klar vorne. Die Steuern können wir auch wieder erheben, natürlich. Und ihr seht jetzt noch 2 Unis, die forschen. Das reicht auch völlig. Das reicht wirklich völlig. Und dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und wir nähern uns der letzten, nochmal sehr, sehr aggressiven Phase des Spiels. Hier haben die Osmanen allerdings in Rumänien schon wieder kaum Truppen, so ein paar Israelis und einmal Baji Borjuk, das ist ja wirklich kaum was. Danke. Kann man hier sich hinstellen und alles angucken. Und dann mal gucken, wie das dann weitergeht. Gut.